Junk Food Taster, .com, episode 2444. I've got here Maki, the 5 minutes terrine, and it's like potato mash in two flavors with little meatballs and with roasted onions and croutons. And this was actually a wish by Sarah. Yeah, I rarely fulfill wishes, but this one was kinda easy to get. Didn't taste it before, so heating up some water here, and yup, a lot of interesting ingredients, potato flakes and so on and so forth. I remember what I wanted to check out the directions. So first of all, put hot water in, then stirring, and then yeah, let it chill down. I'm just wondering, I have nothing to stir here. Alright, here we go, a spoon for stirring it. So, here's the substance. Opening this as well, opening here. Let's drop the water, I think. Yeah, heavy bubbles. Yeah, always be careful. And it thickens out immediately. So, and the second one as well. Okay, and I like to let it chill down a little bit longer than 5 minutes, because I dislike super hot dishes. So, all right, I think I'm checking it out now. Yeah, it was, the chill out is over. On this one, there's a meat taste, like expected, from meatball. Can't taste him. And now I'm having this onion croutons thingens. So croutons are little bread pieces. It's crunchy. This definitely tastes different, especially the seasonings. Yeah, they're both very interesting. Yeah, that's the same. Instant potato mash is somehow my favorite instant food. I think it's better than instant noodles. So I'm rating both of them the win. Yeah, have you ever had instant potato mash? What's your favorite producer? Let me know. Would you like to eat this? This is like excellent if you want to have just a small snack in a short time with no work, basically. Good, that's it. Thanks for watching. Gut, das war jetzt hier die 5 Minuten Terrine, und zwar Kartoffelbrei. Und zwar in den zwei Geschmacksrichtungen, einmal mit Fleischklößchen, einmal mit Röstzwiebeln und Croutons. Das war ein Wunsch von Sarah. Ja, in einer langen Zeit, dass ich mir wieder einen Wunsch erfüllt habe. Habe ich erfüllt, weil es im Prinzip einfach zu erfüllen war, leicht zu kriegen und so weiter. Genau. Ich wollte sowieso einkaufen gehen und so weiter. Und dieses Fleischbällchen, das hat man angenehmen Fleischgeschmack. Ja, was heißt angenehm? Ist halt Fleischgeschmack drin. So wie man es erwartet. Halt Kartoffelbrei. Und das andere hier. Diese Zwiebeln, Croutons, die sind halt Croutons. Ja, das ist halt knusprig. Und da finde ich auch die
Gewürze, die die reingemacht haben, auch interessant. Was ist das? Schnittlauch. Das könnte jemand mal hier nachgucken, was das eigentlich ist. Steht das irgendwo? Also ich kann nichts sehen irgendwie. Doch, hier Schnittlauch. Gut, ja, ich muss auch sagen, dass Instant-Kartoffelbrei tatsächlich auch, ich find Instant-Kartoffelbrei besser als Instant-Nudeln. Oder auch andere Instant-Produkte, was gibt's noch? Instant-Milchreis. Keine Ahnung warum. Ja, das ist halt fester, ich weiß es nicht, warum ich es besser finde. Wahrscheinlich, weil die Deutschen einfach Kartoffeln mögen. Ja. Genau, ich gebe beiden das Win. Kann man beides essen. Wenn man Fleischgeschmack nicht unbedingt mag, sollte man das nicht nehmen, die Fleischklößchen. Genau. Gut. Ja, was ist euer Lieblingsinstitut? Esst ihr sowas überhaupt? Oder ist das für euch ein No-Go? Und ansonsten war es das mit der Folge. Danke, dass ihr zugesehen habt.